Die glauben sowas nicht. Das musst du dann, also du musst nicht, aber das erklären, weißt du, dass das im Katholizismus so gedacht wird, aber nicht, dass es biblisch so gemeint ist, dass man das wirklich als Fleisch und Blut annimmt. Das ist völliger Quatsch. Wer glaubt denn an sowas? Haben die Jünger, die Jünger des Herrn Jesus Christus, Thomas, Bartholomäus, Simon, Petrus, Andreas, Matthäus, haben die das Fleisch von ihm gegessen oder was? Beim Abendmahl? Blödsinn, auch jetzt, guck mal, wie unlogisch das ist, ja, schau mal. Wenn sie wirklich meinen, dass wir Fleisch und Blut des Herrn essen und trinken sollten, ich meine, der Herr war vor über 2000 Jahren auf der Erde, woher sollte man sich das denn nehmen? Ja, sowas kommt von Pierre Vogel, der bringt diese ganze Blödsinn. Und dann hören sie ihm zu und dann kommen sie hier zu mir und dann werden sie von mir auf den Boden der Tatsachen geholt. Weil Pierre Vogel einfach nur auf Kommentare antwortet, aber niemals mit jemandem, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat, ins Gespräch geht, merkst du? Er antwortet nur auf Kommentare, das war's. Mehr macht er nicht. Nee, machen sie auch nicht. Sie sind so oberflächlich, sie verstehen überhaupt gar nicht den Sinn der ganzen Sache, was das bedeutet, dass wir das zu seinem Andenken tun sollen, ja, dass wir gemeinsam als Geschwister im Herrn uns versammeln, ja, und dann Brot backen. Das hat meine Glaubensschwester auch schon gemacht. Selber Brot gebackt, ohne Sauerteig und ein Glas Traubensaft haben wir zusammen zum Abendmahl. Und nicht wirklich irgendwie sein Fleisch und Blut, weil ich meine, woher sollen wir uns das auch holen? Gott, Speck ist hier. Nur Hass jetzt bei ihm. Geht alle weg. Das dürfen unsere Kinder nicht hören. Aber die Kinder sollen dir, ekelhaften Betrüger, sollen die dir Geld spenden. Ist das ein Widerling, ey? Das ist der Wahnsinn, ehrlich. Manchmal sitze ich ja, ich guck dir oft zu, ne? Ich weiß nicht, die Leute. Was stimmt Danke. Nicht mit diesen Menschen, Amir, Bruder? Was ist da los? Ja, natürlich, sein Dämon in ihm zittert natürlich, ne? Weil er weiß, dass ich gewisse Sachen hier zeige und sage, die natürlich sehr, sehr erschütternd sind für den Islam. Und diese Religion eins zu eins entlarvt wird als das, was sie ist. Nämlich ein Kult. Mehr ist das gar nicht. Das ist Finsternis. Absolute Finsternis. Jede Religion ist finster. Jede Religion ist nicht von Gott, nicht eine einzige, weil alle Religionen, auch im christentümlichen Bereich, ziehen die Menschen weg von der Gnade und wollen den Menschen einreden, dass wir etwas tun könnten, um das Himmelreich zu verdienen. Aber man kann sich den Himmelreich nicht verdienen. Mit nichts. Ja, was meinst du, was der Coach Frankie zum Beispiel, der jetzt hier gerade kommentiert hat, was das so für ein Muslim ist gegenüber anderen Muslimen, die den so glauben ernst nehmen? Was meinst du, was die mit dem machen? Wenn eines Tages so die Muslime Krieg führen. Was passiert mit so einem Coach Frankie? Ja. Der Seiten auf Null hat, Allah hier tätowiert, Leute Geld abzockt und so. Was passiert mit so jemandem? Das ist so unislamisch, das ist absolut fernab jeglicher Realität des wahren Islams. Das sind solche Leute, die dann als Mutadin zum Beispiel gekocht werden und gegessen werden, nach Abishu Jainas Buch. Wer ist so jemand, ein Fall? Coach Frankie wird dann zu Barbecue gemacht. An ihm ist ja sehr viel Muskelfleisch. Oh je. Ja, ich weiß nicht, Amir. Also wir können nur beten und das machen, was du machst, was alle Geschwister machen, ja. Evangelium verkünden, Finsternis aufzeigen, ja, und hoffen, der Herr, was heißt hoffen? Wir wissen, der Herr hat gesagt, Amir, ne? Er kennt seine Schafe. Ja. So, Punkt. Alles klar, danke dir. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Mach weiter. Wiederschön. Ciao. Ja, also nochmal, wenn der Herr Jesus Christus sagt, wenn ich von meinem Blut trinkt und mein Fleisch isst, der kann nicht mit mir Gemeinschaft haben. Damit ist doch nicht wortwörtlich gemeint, dass man sein Fleisch isst und sein Blut trinkt. Der Herr Jesus Christus benutzt ja Bildsprache. Er benutzt Metaphern, damit seine Worte einen Ausdruck verliehen bekommen, einen geistlichen Ausdruck verliehen bekommen. Nicht wie Mohammed sagt, geh und trink mit Urin, wortwörtlich. Unglaublich. Danke. Hops. Oh, danke schön, danke dir, danke schön.
Coach soll rein, ja. Der Coach. Der Coach, der sich sehr gut auskennt mit Islam und Christentum. Ja, natürlich, das geht ihm so ein bisschen nahe, was ich sage, ne? Weil der weiß ganz genau, dass ich recht habe. Er kommt also jeden genau wie die anderen, die dann Matches machen und dann anfangen die Leute, das Geld der Leute aus der Tasche zu ziehen. Ne? Animiert sie dazu und absolut bösartig, teuflisch und sowas, ja. Und dann prangert er zum Beispiel den Arafat an, dass der so ein Betrüger sei. Dabei ist er selber ja voller Betrüger. Wie paradox klingt das denn? Habe ich ihm ja auch vorgeworfen. Also, du behauptest, dass Arafat ein Betrüger ist. Ja, was machst du denn hier auf TikTok? Betrügst du nicht? Ergaunerst du nicht hier Geld? Nimmst du nicht von morgens bis abends an Matches teil und zeigst deine Geldgier? Ist das nicht teuflisch? Und wer soll denn von so jemandem so Fitnessfragen beantwortet bekommen? Jetzt sollte man zu so jemandem gehen, um authentische Fitnessfragen beantwortet zu bekommen. Jetzt mal ehrlich. Ist der so ein IFBB-Pro oder was ist das? War der so auf den heftigsten Bühnen, wo er mitreden kann, was überhaupt Fitness und Bodybuilding ist? Oder ist das einfach ein Typ, der irgendwelche dummen Blödsinn teilt und dann denken die Leute, wow, der hat aber Ahnung von Fitness und so? Das ist lächerlich, Mann. Was ist mit den ganzen Bodybuildern, die ihr Leben dafür geopfert haben, die von morgens bis abends ihr Essen abwiegen und wissen, was sie zu tun haben im Bodybuilding? Die 8% Körperfett haben, was noch nicht mal Leute hinkriegen, die Stoff ballern. Versteht ihr? Es gibt Leute, die schaffen es noch nicht mal mit Stoff, so ein Body hinzukriegen, wie die das schaffen. Ja, weil die Ahnung haben von sowas. Das ist ihr Metier. Und dann kommt auf einmal so ein Coach Frankie und tut so einen auf Bodybuilder, also ein Bodybuilder oder was, dass er Ahnung von Fitness hätte. Ja, und das tut dann den anderen weh, die wahrhaftig Ahnung von Bodybuilding und Fitness und sowas haben. Die Ahnung haben und Fragen beantworten können. Was ist das bitte? Was ist das für Content? Also ich würde niemals ein Coaching bei ihm buchen. Auf keinen Fall. Niemals. Unter keinsten Umständen. Unter keinsten Umständen hier. Du musst ja wirklich nicht mehr alle Tasten im Schrank haben. Da gehe ich doch lieber zu so zu Leuten, die auf der Bühne waren. War Coach Frank auf der Bühne? Soll ich auch anfangen, Fitness-Dings machen? Da habe ich ja 10-mal mehr Erfolg als er. Glaubt es mir. Wenn ich anfangen würde, mit meinem Bruder zum Beispiel so Fitness-Tutorial zu machen und alles und wieder anfange, jeden Tag wieder durchgehend zu trainieren, dann würde ich ihm mal zeigen, was Fitness bedeutet. Ey. Das ist krass, ey. Ja, da gibt es weitaus viel heftigere Leute als wie ihn. Ja, das will ich euch nur damit sagen. Und das weiß er auch und das kratzt an seinem Ego, weißt du? Hast du das? Ja. So muss man mal die Wahrheit sagen. Hast du das gehört, Coach Frankie Guschkadi? Ah, Coachy? Guschkadi mit Dr. Sheikh Abu Hamid? Danke, Matthäus. Erstmal Früchte essen. Jinkoye, Magenna. Jinkoye. Danke, lieb, danke. Ja. Der Cut Night Joe ist der heftigste. Erstmal Smoothie machen, ne? Smoothie. Ich hab grad eben ein sehr, sehr gutes Video von... Oh, danke schön, Matthäus. Danke, Emi. Danke, Emi.
Ich habe gerade ein gutes Video von Hamed Abdel Samad gesehen. Ihr kennt ja alle Hamed Abdel Samad. Ne? Der ist zwar Atheist und wir wünschen uns natürlich von ganzem Herzen, dass er eines Tages eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Aber das, was der über den Islam da berichtet, ist absolut erstmal sowieso die Wahrheit. Zweitens prüft er das aus den islamischen Schriften. Und drittens ist er ein Intellektueller. Das ist das Enorme und das Gute daran, wenn er Videos erstellt. Und er redet nicht aus sich selbst, sondern er zitiert die Tafside, so wie die Gelehrten das uns weitergeben. Und hört euch das mal bitte an, wie cool er das darlegt. Das ist echt super. Die Angelegenheit des islamischen Kopftuchs erlebte mehrere Entwicklungsphasen. Ist ja Iraner oder nicht, oder? Ja, richtig, genau. Du warst ja bestimmt Schiite, oder es gibt auch Theorien, dass du ja Zoroastrianist warst. Oder irre ich mich da? Ich komme aus einer schiitischen Familie, habe ich schon tausendmal erzählt. Ja? Ja, okay, gut. Da hätte ich eine Frage an dich. Was hältst du eigentlich von Schah Ismail oder allgemein von den Schah Abbas, allgemein von der Safawiden-Dynastie? Was hältst du eigentlich von denen? Also jetzt als Christ. Was hast du denn früher von denen gedacht? Was hast du gesagt? Von der Safawiden-Dynastie. Das war eine der wichtigsten schiitischen Dynastien Irans, neben den Buiden. Was hältst du von denen? Was habe ich damit zu tun? Was habe ich damit zu tun? Du warst ja Schiite. Du warst ja eigentlich Schiite, bevor du zum Christentum konvertiert warst. Was hältst du eigentlich davon? Ja, aber das man kann das doch nicht so sehen. Ich hatte überhaupt gar nichts mit Schiitentum und sowas zu tun. Ich habe mich eher mit der sunnitischen Richtung beschäftigt und habe ich natürlich Dinge herausgefunden, die natürlich ultra brutal sind. Aber selbst die Schiiten sind auch heftig mit ihren Quellen. Unabhängig davon, ob jetzt Schiiten die Wahrheit sagen oder die Sunnis die Wahrheit sagen. Beide habt ihr den Wahnsinn in euren Schriften. Und dann haben wir noch den Koran. Von dem brauchen wir gar nicht zu reden. Ah, okay. Hast du dich über Abu Hanifa informiert? Also Abu Hanifa oder Al-Ghazali, über diese ganzen Gelehrten? Ja, natürlich habe ich mich über die... Al-Ghazali, weißt du, was der gesagt hat bezüglich des Lügens? Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Kannst du gerne erzählen, kein Problem. Ja, also der Al-Ghazali sagte, wisse, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn die Lüge das einzige Mittel ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen, so ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt. Siehst du, wie bösartig dieser Imam Al-Ghazali war? Vergiftet von diesem islamischen Geist. Ja, ich habe schon vieles darüber auch nachrecherchiert. Das ist schon eine komische Aussage, sowas zu hören, ne? Ja, na klar, so. Ich habe mich auch selber ein bisschen mit dem Islam befasst, aber ich bin jetzt auch nicht selber, also ich komme auch aus nicht so einer strenggläubigen Familie und so als ich mich über den Islam befasst habe, auch wenn du auch bei diesen ganzen Predigen dabei warst, ja, dann hörst du schon Sachen, worauf du keine Lust mehr hast, also überhaupt keine Lust mehr auf die Religion hast, weißt? Und ich wollte auch selber zum Christentum übertreten. Du wolltest selber zum Christentum übertreten? Ja, immer noch. Ja, aber du sollst ja nicht zum Christentum übertreten, sondern du sollst den lebendigen Gott Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland annehmen. Christentum, da habe ich eine Frage an dich, Kollege. Da will ich dir was fragen. Also kurze Frage. Warum ist es dann so, dass die Geschichte von der Geburt von Jesu 1:1, du bist ja Perser, deswegen habe ich dich auch gerade gefragt, von Zoroaster kopiert wurde? Warum? Warum ist das so? Ja, weil er Satan ja den Herrn Jesus Christus kopieren möchte und die ganzen Leute auf eine falsche Fährte locken will. Deswegen gibt er auch Religionen, deswegen gibt er, jetzt habe ich einen Verstoß. Du weißt schon, dass es Zoroastrianismus vor dem Christentum gab. Ihr seid solche Teufel, dass ihr mich meldet. Ihr seid die größten Teufel, die ihr mich meldet. Nochmal, ich habe dich nicht verstanden. Oder Ich habe eine Verstoßerwarnung bekommen. Ich muss raus. Also wird das ein Ort sein, den wir so jetzt nicht sehen, also kennen, so wie Universum oder, verstehst du? Vielen Dank, Majena. Jinkui, Majena. Okay, danke. Ansonsten kannst du auch andere Brüder fragen. Vielleicht wissen sie mehr darüber. Also wenn der Herr sagt, der Vater lebt in einem unzugänglichen Licht, und dieses unzugängliche Licht gibt bei mir so eine Beschreibung wie, diesen Ort findest du niemals, weder oben noch unten oder ne, der Herr wird nach unserem Tod unsere Seele dann an diesem Ort bringen. Aber dass das jetzt im Universum wäre oder hier unten außerirdisch oder innerirdisch oder sowas, verstehst du? Hallo. In der Klasse zuhören. Das ist heftig. Die Leute haben nichts Besseres zu tun, als auf TikTok zu gehen und dem Lehrer oder der Lehrerin nicht zuzuhören. Das ist so krass.
so nervös, hektisch, aggressiv. Es ist eindeutig, er nimmt Schnee. Habt ihr gehört, euer Dr. Sheikh Abu Amin nimmt Schnee? Er trinkt auch hier Bier. Also ich habe mir hier ein Bierchen aufgemacht, habe mir viele, viele Dings geballert. Klar, das ist doch verständlich. Ne? Also sein Führerschein, sein Leben, alles aufs Spiel zu setzen wegen so ein bisschen Dings. Ne? So, hallo? Ist doch klar. Man kann nicht einfach gute Laune haben, den Herrn Jesus Christus proklamieren, Islam, die Finsternis namens Islams ans Tageslicht bringen. Das geht gar nicht. Man muss dafür ein bisschen hier was durch die Nase ziehen. Takbir, Takbir. Ah, ihr Lieben, es wird immer besser. Ich dachte, je später der Abend, desto besser die Gäste. Aber je früher der Morgen. Ich gehe kaputt. Ich kann nicht mehr. Stell dir mal vor, ich habe hier so Bier, zieh mir so Nasen und muss die ganze Zeit in ständiger Angst sein, wenn die Polizei mich anhält und dann mich so fragt, was trinken Sie da? Ja, hier Bier, hier ist mein bisschen was durch die Nase. Wie behindert denn? Ja, die Kommentare sind wirklich schon echt hilarious, sagt man auf Englisch, hilarious. Nein. Ja, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du wirklich umkehrst. Dass du umkehrst und den Herrn Jesus Christus annimmst. Damit du wegkommst von so einem Dreck, was du da behauptest. Dann brauchst du kein Ziehen und sowas. Dann brauchst du nicht. Der Jesus Christus wird dich befreien. Denn wenn der Sohn dich frei macht, so bist du wahrhaftig frei. Ja. So sieht's aus. Du darfst dich also freuen, falls du was genommen hast, dass du davon wegkommst, weil der Herr Jesus Christus dich davon befreit. Von den ganzen Süchten. So ist das. Also Meinung zu Schweinefleisch, ja. Was soll ich dir dazu sagen? Der Herr Jesus Christus hat seinem Volk das Gebot gegeben, Schweinefleisch nicht zu essen, weil der Messias noch nicht kam. Und der musste ja sein Volk durch die Gezeiten... Guck mal, schon wieder Verstoßverwarnung. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich bring den Punkt noch zu Ende. Ja, Jesus Christus hat seinem Volk Gesetze und Gebote gegeben, damit sie sich daran halten. Im Neuen Testament hat der Herr Jesus Christus diese gesamten Gesetze und Gebote alle erfüllt. Und wir sind aus Gnade heraus, dürfen wir leben, Gesetz Mose. Wir sind als Heiden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen und stellen uns unter der Gnade des Herrn Jesus Christus. So wie der Apostel Paulus im Römerbrief sagt. Ich empfehle dir einmal den Römerbrief zu lesen. Das wird dann alles Stück für Stück klar. Oder 1. Korinther Kapitel 9, dass wir uns unter die Gesetze des Christus stellen. Siehst du? Ich komme jetzt wieder. Bis gleich. Nein, nein, nein. Das ist Gottes fromme Musik ohne Text. Ohne Text. Soll ich dir dazu ein paar Songs machen? Freestyle-Songs. So. Bitteschön, mein Bruder, für dich. Danke dir, Andi. Gott segne dich und deine Familie, ja? Dich auch, mein Bruder. Danke dir. Ciao, ciao. Einen schönen Tag. Ja. Dr. Sheikh Abu Amir. Ja, Maman, wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, richtig. Alhamdulillah. Amen. Gottes Segen.
Gottes Segen auch dir. Aber du bist doch nicht im Glauben, du bist doch Atheist, hast du gesagt, ne? Bald, bald. In Jesus. Echt? Du willst den Herrn Jesus Christus folgen? Ja, ich bin ja nicht verschlossen dem, ne? Hammer. Ja, wundervoll. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen für dich, weil du bist ja auch ein schlauer Typ. Und Jesus Christus steht dir sehr gut, wenn du den Herrn annimmst. Das ist wirklich toll. Ich küsse dein Herz, Bro, danke doch. Ich küsse dein Herz. Ja, ja, wollte nur mal Hallo sagen. Ja, ich hoffe, dir geht's gut, ja. Bitte? Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's ganz gut, Gott sei Dank. Ja, ich lebe noch. Dann einen Tag mehr hier mit meinen Leuten einen Livestream abhalten, ein bisschen den Herrn preisen, ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, ein bisschen ins Gespräch kommen mit Menschen. Sehr schön. Was anderes kurz, du warst da kurz weg und da hat jemand geschnarcht. Ist das dein Hund gewesen? Ja, genau, das ist mein kleiner Doggy Dog. Süß. Mein kleiner Pitbull. Süß. Damit der in die Hintern beißt für diejenigen, die mir an meinen an den Kragen viele, wollen. Viele Muslime haben Angst vor Hunde. Wie ist das, wenn ein Hund drin ist, dann kommen die Engel nicht, ne, in die Wohnung? Hier sind keine Engel bei mir, weil der Hund drin ist. Ja, besser dein Hund als dieser Islamengel. Genau, besser mein Hund anstatt diese islamischen Engel, die Frauen verfluchen, weil sie nicht ihre Beine breit machen. Guck dir das mal bitte an, was das für Engel sind. Die verfluchen die Frauen bis in den Morgengrauen, wenn sie dem Mann nicht seinen Coitus Interruptus dann hier zufriedenstellen. Ne? Ihre Liebe. Unglaublich. Wahnsinn. Na gut, Bro. Gottes Segen. Ich küsse dein Herz. Pass auf dich auf. Ja. Okay, alles klar. Wenn du... Wie steht das denn jetzt mit dir? Wie beschäftigst du dich mit dem Glauben oder eher nicht so? Ja, oder also wie sieht das denn bei dir zur Zeit aus? Ich bin auch öfters in Streams, ja, mit Christen auch. Und die Violetta zum Beispiel, die ist eh da. Schöne Grüße, Violetta, hier im Stream. Ah, die schön. Die hat gestern noch ein Gebet auch für mich gesprochen und so. Also. Wundervoll. Genau. Ja, siehst du, dass der Herr, der zieht dich, ne? Der will dich haben, Mann. Du kannst auch ein sehr großes Zeugnis sein für ihn, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich bin eh offen dafür, ne, und gerne. Aber wirklich super. Ich habe gestern, ich lebe in Wien, ne, und ja, ich weiß, gestern, du kommst auch damit, ja. Gestern habe ich jemanden kennengelernt, auch über TikTok, der hat gemeint, der kennt in Wien auch einige gute Gemeinden und ich muss mal mit ihm reden, ne, ich schaue mir mal diese Gemeinden an, ne? Ich will auch nicht irgendwo hingehen, ich kenne mich auch nicht so gut aus, stell dir vor, am Ende bin ich bei irgendwelchen Leuten, die vielleicht nicht so korrekt sind, was denn? Ja. Ja, merk dir eins, Waman. Wenn jemand die Trinität leugnet, die Gottheit des Herrn Jesus Christus, habe keine Gemeinschaft mit dieser Gemeinde. Das ist das Wichtigste, was du wissen sollst, bevor du in den christlichen Glauben eintrittst. Der christliche Gott ist ein dreieiniger Gott. Wer was anderes sagt, der ist ein Lügner und in ihm ist nicht die Wahrheit. Das bezeugt die Bibel eindeutig, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dieser eine Gott ist. Ja? Ja. Na eben, ich schaue mir mal die Gemeinden an, die er mir dann vorschlagen wird, dann werde ich auch andere fragen, ne, wie was die davon halten. Ja, ich habe Angst, dass, weil du dich noch nicht so gut jetzt auskennst, dass du auf einmal in so Fänge kommst von Leuten, die dann irgendwelche Irrlehren dort verbreiten, weißt du, und dann bist du dadurch angetan, weiß ich ja nicht. Weißt du nicht, weil der Satan ja ganz schnell ist und dich fischen will, weißt du? Dann werde ich ein radikaler Christ. Ja, radikal in Sachen Liebe ist gar kein Problem. Ja, stimmt schon, ja. Ja, das ist das. Wenn jemand radikal dem Herrn Jesus Christus folgt, je radikaler liebt er auch seinen Nächsten und ist bereit, auch alles aufzugeben für den Herrn Jesus Christus. Aber im Sinne nicht, dass er sich in die Luft jagt, so wie bei anderen, wie bei einer gewissen anderen. Ja. Sondern weil er bereit ist, aus Liebe sein Leben zu geben, damit die Menschen die Botschaft hören. So wie die Apostel ihr Leben gelassen haben, so wie die Jünger ihr Leben gelassen haben, aus Liebe heraus. Mhm. Ohne Gewalt. Ja, wie gesagt, es gibt ja einige gute Christen, auch auf TikTok, unter anderem natürlich auch du. Und wenn ich mir die ein oder andere Gemeinde schon mal angesehen habe, ne, erkundige ich mich mal hier auf TikTok, bei der Violetta zum Beispiel oder bei anderen, die auch Ahnung haben davon, ne, und die dann auch wissen, ob das korrekte Leute sind oder nicht. Ne, das, ja, okay, super, ja, aber ne, behalt immer diese zwei Punkte im Kopf. Jesus ist Gott und der biblische Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Das musst du immer
klar sein. Wer was anderes braucht, der ist gar kein Christ. Amen. Richtig. Na gut, hat mich gefreut. Fahr vorsichtig. Okay, ja. Warmann. Pass auf die Leute. Alles klar. Dir. Gott segne dich, mein Lieber. Du schaffst das schon. Gott, du bist ein schlauer Typ. Du auch, Bro. Danke. Ciao, ciao. Okay, ciao. Ja, betet für Warman. Warman ist ein sehr, sehr schlauer Typ. Ich habe einige Sachen von dem gehört und er weiß genau, was der Islam ist, welche Bestandteile, welche ultra brutalen Bestandteile der Islam in sich trägt. Ne? Und er hat auch, glaube ich, ein paar Aufklärungsvideos schon gemacht oder was damals noch. Damals Facebook-Zeiten, da kenne ich ihn noch, ja. War miteinander verbunden. Ja, ansonsten betet für ihn, dass er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt und ein Zeugnis, ein Werkzeug für den Herrn wird. Ne? Hammer. Ja, es findet eine, seht ihr, sowohl dass der Herr Jesus Christus mit all seinen Dienern und die Diener der Finsternis, wie was für ein Kampf, ein Kräftezerren das ist, ne? Wir, die Krieger des Lichts sozusagen, ne? Die den Herrn Jesus Christus folgen. Und dann siehst du auf einmal die ganzen Finsternis von Religionen und habt ihr nicht gesehen, die dann versuchen, die ganzen Leute zu fischen. Das ist so heftig. Und der Herr Jesus Christus möchte auch die Leute haben und sie retten. Deswegen benutzt er jeden Einzelnen von uns, damit sein Reich gefüllt wird mit Menschen. Nämlich das Himmelreich und nicht die Hölle. Gott möchte die Hölle mit Menschen füllen. Das allein dieser Satz ist schon so krank. Als hätte Gott ein Verlangen, die Hölle mit Menschen zu füllen. Nein, er sagt doch, ich liebe die Menschen und möchte, dass sie gerettet werden. Da kommt der ein oder andere Muslim auf den Gedanken zu sagen, ja, damit sind böse Menschen gemeint. Aber das ist nicht der biblische Gott. Der biblische Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, auch die Bösen. Er hat kein Verlangen, die Hölle mit Menschen zu füllen. Sonst wäre er ja ein bösartiger Gott. Genau, alle Menschen sind böse. Wir haben doch alle Böses getan. So sieht's aus. Als wäre er jetzt besser, der das sagt, weil er jetzt weniger gesündigt hat in seinem Leben. Aber trotzdem hat er gelogen, etwas mal mitgehen lassen und so. Dann ist er ein Lügner, ein Betrüger, ein Dieb. Versteht ihr? Hat geflucht, beleidigt. Ja, das alles verunreinigt ihn doch. 2. Petrus 3, 9. Ja. Es halten etliche für eine Verzögerung des Herrn. Aber er verzögert seine Verheißung nicht. Er ist langmütig gegen uns alle, damit wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. 100.000 Likes voll machen, genau. 100.000. Mein Dadasch, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles super. Wie geht's dir? Gott segne dich für deine Familie. Danke dir auch. Bruder, ganz kurz, ich bin auch sofort wieder weg. Erstens, möge dein Herr dir wirklich Kraft verleihen für das, was du machst. Du musst wirklich viel einstecken. Ich bin auch halb Iraner, halb Afghaner. Nochmal bitte. Ja, ich mach weiter. Du hast auf jeden Fall mit deinen Videos einen Kollegen von mir so konfrontiert, dass er mit deinen Videos mich angesprochen hat. Und ich habe dich natürlich am Anfang voll gehasst, so für das, was du gemacht hast. Aber irgendwann habe ich so oft deine Videos geschaut. Und ganz offen und ehrlich, ich bin ein gotteswichtiger Mensch. Das wurde mir schon von Kindheit auf beigebracht. Und ey, irgendwann konnte ich einfach nicht mehr einstecken. Ich habe mich direkt von jetzt auf gleich taufen lassen, als ich den Funktion von Jesus gecheckt habe. Und Bruder, also du trägst auf jeden Fall tonnenweise Früchte. Mach weiter so, wie du es machst. Möge dem Herrn dir wirklich so viel Kraft verleihen, wie du es nötig hast. Halleluja. Amen, amen. Sehr gut, siehst du.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass es solche Leute wie dich gibt, weil ganz ehrlich, bis vor kurzem, also bis vor 3 Jahren, bevor ich mich taufen lassen habe, es gab nichts über Islam, was ich gewusst habe oder so. Ich habe einfach blind nachgefolgt. Ich bin ja auch kein Araber. Iraner sprechen kein Arabisch, ist ja klar. Ich habe kein Wort verstanden, bis du mich quasi gezwungen hast, wirklich die Übersetzung zu lesen und boah. Ich nehme euch mit auf einen Trip und wir führen euch, nehmt euch alle an die Hand. Komm, wir müssen mal etwas. Ich muss mal mit euch reden. Wirklich, also möge dem Herrn dich weiter segnen für dich und dein Werk. Ich danke dir vielmals nochmal. Danke dem Herrn, dass es solche Leute wie dich gibt. Möge dem Herrn dir wirklich die Kraft verleihen. Ja, guck mal hier, siehst du, Hopeful hat auch gesagt, oder? Bei der Kerl sind mit, ja. Ey, Gott soll dich segnen. Dich auch, Bruder. Ich wünsche dir noch einen gesegneten Tag. Pass auf dich auf. Ja, du auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Beste Entscheidung deines Lebens. Dich auch, Bruder. Bis bald. Okay, ciao. Bruder. Wahnsinn. Hammer. Wundervoll. Möge der Herr ihn segnen, behüten und beschützen. Euch auch, ihr Lieben, ihr Wundervollen. Der Herr segne, behüte und beschütze euch. Ja, das ist das, ne? Wenn der Herr ein Anliegen hat, sehr, sehr viele Menschen durch uns zu erreichen. Ne? Hammer. Und siehst du, er ist nicht der Einzige. Sehr viele Muslime haben meine Videos geguckt. Auf einmal kriegen sie natürlich Wut innerlich. Aber sie müssen sich dann wirklich hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Und dann werden sie auf einmal merken, der sagt doch da die Wahrheit, der sitzt sich doch dahin und zeigt das doch uns alles. Ja. Und einige sind schlau und sagen, ja gut, ich kann das nicht mehr leugnen. Das steht da und das ist auch noch für authentisch befunden. Also, ja, soll ich unehrlich bleiben? Soll ich die ganze Zeit mich selber belügen, damit ich mich wohlfühle? Das ist doch blöd. Es gibt genügend Leute, die das nicht machen. Ist das nicht wundervoll? Danke, mein Herr und mein Gott. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns benutzt, um dein Reich zu füllen. Mit wundervollen Seelen, die ihr Leben dir übergeben haben. Und da sagtest du uns, dass die Engel im Himmel jubeln werden über einen Sünder, der Buße tut. Und umkehrt, Herr. Danke, dass wir dein Wort lesen dürfen. Danke, dass du dein Wort bewahrt hast vor Verfälschungen, Herr. Dass niemand die Möglichkeit hat, dein Wort zu verfälschen, Herr. Dass du deine Botschaft bewahrt hast und sie in unserer heutigen Zeit auch nachzuschlagen ist. Danke, Herr, mein Herr und mein Gott. Danke für deine wundervolle Art und Weise. Wir lieben dich, Herr. Amen. Danke, Jesus. Danke, mein Herr und mein Gott. Wir können Jesus Christus Danke sagen. Ja? Gar nicht oft genug Danke sagen. Ja. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass sogar die verfolgten Geschwister dem Herrn danken für die ganze Verfolgung und Leid, was sie so auf sich nehmen müssen. Sie danken dem Herrn. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Gottesfurcht ist? In Krisenzeiten so Gott zu danken. Danke, Herr, dass du uns auch durch diese Prüfung schickst. Danke, Herr. Wahnsinn, was für ein Glaube, wie stark. Wahnsinn. Hören wir mal weiter, was der Ahmed Abdel Samad sagte. Darauf will ich mal kurz. Dass damals die Männer in der Gesellschaft von Medina auf die Frauen lauerten, die nachts außerhalb des Hauses ihre Notdurft verrichten wollten. Also der Ausleger Ibn Kathir sagt zu Sure 33, Vers 59, dass die Frauen der damaligen Zeit dann noch kein Hijab trugen, von anderen Männern dann halt angemacht wurden und quasi fast schon bestiegen wurden. Dann müsst ihr euch mal geben, wie heftig. Wenn die Frau ein Kopftuch trug, so erkannten sie die Männer als eine Freie. Trug sie kein Kopftuch, so wurde sie als Sklavin identifiziert und bestiegen. So ist das. Das ist das Symbol des Hijabs. Dass eine muslimische Frau das anzieht, damit sie nicht belästigt wird, so wie der Allah das sagt. Weil die Männer der damaligen Zeit, Mohammed, die Sahaba und diese Leute haben Frauen, die kein Kopftuch getragen haben, bedrängt. Und wollten sie direkt, ihr wisst schon, so wie sie es heute hier machen. Der Ausdruck, was Ibn Kathir gebraucht,
Die Männer sprangen buchstäblich über sie. Das war die Gesellschaft von Medina, in der Mohammed lebte. Das war die Gesellschaft, wo Mohammed lebte in Medina. Solche Leute waren dort. Und jetzt stellt euch mal vor, das Gedankengut von diesen Leuten, der jetzt verstehen wir auch, was in der Silvesternacht passiert ist. Versteht ihr? Die Gesellschaft heute die wahren moralischen Werte vermitteln soll. Nicht anders ist der Fall heute. Wenn heute eine Frau in Kairo, in Khartoum, im Irak oder woanders den Hijab ablegt und auf die Straße geht, werden die Männer auf sie springen. Es herrscht heute dasselbe Prinzip von damals. Seht ihr? Nichts hat sich geändert an dem Frauenbild im Islam. Der Anlass für die Offenbarung dieses Verses ist uns ja bekannt. Einst ging die Frau des Propheten Sauda nachts aus dem Haus, um ihren Notdurft. Das müsst ihr euch mal geben, warum der Hijab-Vers herabgesandt wurde. Das könnt ihr auch euren ganzen muslimischen Kolleginnen, könnt ihr sie mal fragen, ja, weißt du, warum du überhaupt Hijab trägst? Weswegen der Hijab-Vers herabgesandt wurde? Da könnt ihr sie mal fragen, mal gucken, wie viel sie wissen. Es war einfach nur, weil Umar ibn al-Khattab eine der Frauen von Mohammed gesehen hat, Sauda, und sie erkannt hat, weil sie gerade Kacke am Machen war. Guck dir das mal an. Und da hat der Umar gesagt, geh und sag, dein Freund soll sich verhüllen. Zu verrichten. Da verfolgte Umar ibn al-Khattab sie und schrie laut, O Sauda, wir haben dich erkannt. Siehst du? Darauf folgend schrieb Allah vor, dass die muslimischen Frauen Kopftuch tragen sollen, wenn sie aus dem Haus gehen. Seht ihr? Damit die Männer sie von den Sklavinnen unterscheiden können. Die Sklavinnen durften ihren Kopf nicht bedecken. Seht ihr? Was wir alles purer. Ja, die Sklavinnen durften damals ihren Kopf nicht bedecken. Das ist nur der muslimischen Frau gegeben. Siehst du? Rassismus ansehen. Die Nacktheit der Sklavin, die bedeckt werden soll, liegt zwischen dem Bauchnabel und dem Knie. Heftig. Wie bei dem Mann. Wenn zum Beispiel der Islam eines Tages regieren sollte und die Muslime Scharia einsetzen, werden sie auch Sklavinnen haben. Und diese Sklavinnen dürfen sich nicht wie eine freie Hijabi-Frau anziehen. Sie müssen also quasi oberkörperfrei. Wisst ihr, was das für eine Religion ist? Und als Sklavinnen erkannt werden. Omar ibn Arab hat reingebrettert in die Frauen, die sich gewagt haben, Hijab anzuziehen. Guckt euch das bitte an. Hat Sklavinnen verprügelt. Also, sie kann oben ohne laufen. Nein, der Hijab hat mit Koschheit nichts zu tun. Er ist ein Symbol des Rassismus und wurde erfunden, um zwischen einer freien Muslima und einer Sklavin zu unterscheiden. Genauso wenn es wirklich um Koschheit geht, dann musste die Verschleierung der Sklavin als etwas Gutes angesehen werden. Ja, wenn das ein Symbol der Keuschheit ist, dann müsste ja auch die Sklavin das anziehen, weil das ein Symbol der Keuschheit ist, der Aufrichtigkeit, so nach dem Motto. Aber da sehen wir, dass unterschieden wird. Das ist ein Bild des Rassismus, ist das, nichts anderes. Denn sie macht dies, um sich ebenso von den Blicken der gierigen Männer zu schützen. Und dem Kalifen Umar war dies nicht recht. Aha. Er hat jede Sklavin geschlagen, wenn er sie verschleiert sah. Und schrie sie an. Denn diese Ansicht verbindet. Sowohl für die Frau als auch für den Mann. Dadurch wird die Frau als Ware und der Mann als Tier dargestellt. Wenn er die Haare einer Frau sieht, sondern wird. Hängt? Hängt das bei mir? Bisschen. Salam al-Masih. Salam al-Masih, wie geht's dir, Schwester? Gut, wie geht's euch? Wunderbar, mit dir, Jesus Christus, geht's mir immer gut. Alhamdulillah, Jesus. Ja, ich zeig den Leuten gerade hier mit dem Hijab-Vers und warum der herabgesandt wurde. Guck dir das mal bitte an, wie... Was für eine menschliche Natur dahinter steckt, ne? Wahnsinn, ne? Fleischlich, menschlich, von einem Mann in die Welt gesetzt, ne? Unfassbar. Einfach ekelhaft, einfach krank.
unfassbar. Ja, du weißt, dass man immer in Al-Khattab die Frauen weggeboxt hat, die sich versucht haben, ein Hijab anzuziehen. Wahnsinn, ne? Ja, das stimmt auch. Heftig. Ich bin immer wieder erstaunt und immer wieder entzückt auch, wenn ich sowas höre, dann sag ich, das ist wie immer beim ersten Mal, wenn ich sowas höre. Obwohl ich das 100 Mal gehört habe. Ja. Es ist immer so spannend. So sieht's aus. Ja, das schockiert einen, ne? Das schockiert immer wieder einen, ne? Wenn man das hört und wieder durchgeht. Ne? Warum die Muslime denn überhaupt Kopftuch tragen? Das ist so krank. Ja. Wenn sie das Hintergrund dahinter genau erfahren, das ist sowas von einfach blöd und dumm, sowas. Ja. Ich muss mal kurz was anschließen. Maria, kannst du uns nochmal Tafsir al-Tabari vorlesen, für die Leute, die es gestern nicht mitbekommen haben, zu Sura Yasin, Sura 35, Vers 9, damit die Leute das 1:1 sehen. Sura 35, Vers 9, ne? Ja, Tafsir al-Tabari. Okay. Tafsir al-Tabari. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Also Tabari sagt hier, يقول تعالى بكم الذي أرسل الرياح فتثير سحابا يقول في Moment, ich guck mal noch was Wichtiges drin. بأحيينا به الأرض بعد ما يقول أخذنا بغيف ذلك سحاب الأرض. Wieso nennst du dich Ex-Muslim? Nenn dich doch einfach Christ, um zu provozieren. Seht ihr, das ist für sie provokant, wenn sich jemand Ex-Muslim nennt. Das ist heftig. Ist das die Sura richtig? Sura, also Sura 35, Vater steht das, Vater. Vers 9. Bitte? Ist die Sura richtig, 35, Sura Vater? Ja, Sura 35, Yasin. Entschuldigung, Sura 35, Vers 9. Ja, also Vater ist nicht, die, du hast gesagt Yasin, oder? Nein, nicht. Warte mal ganz kurz. Ja, nochmal bitte, weil ich finde das nicht. Also steht hier bei mir Vater. 35 Vater. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, ja. Ich schicke es dir, warte. Mhm. Wie heißt die Sura? Fatih, ne? Vater, ja, Vater. 35 steht oder das bei Vater, mir. Genau. Ja. So. So, Tafsir. At-Tabari. Mariam. Hier, Mariam. Okay, ich schau grad. Ja. Ja, ich hab's. Moment, ich guck, ja? Was? Auch gerade jetzt gleich, ja? Moment. Ja, okay. Ja. Abdullah, der sagte, zwischen den beiden Schlägen wird alles geschehen, was Gott will.
Denn es gibt keinen einzigen der Söhne Adams, außer dass es etwas davon auf der Erde gibt. Er sagte, dann sendet Gott Wasser unter den Thron, unter seinen Thron, Samen, wie der Same eines Menschen. Und daraus sprießen ihre Körper und ihr Fleisch. Unter Allahs Thron kommt einfach so Spermien, Samen. Wie die Samen eines Menschen. Der ist ja nur am Ejakulieren unter seinem Thron. Absolut geisteskrank. Mein Lieber, ich habe es gefunden, aber bei mir steht das bei atafsir.com, steht das die Suche Nummer 5. Ja, ich habe dann wieder gesucht, genau. 35, Vers 5. Okay. وَإِنْ يَكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعَ الْأُمُورِ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Genau, das ist die Suche und jetzt Tafsir Tabari. Also steht hier, wenn Mohammed, wenn sie Lügen über dich verbreiten, das stimmt, genau, das was du jetzt gerade gesucht, ja. Also die Vorherigen haben Lügen über dich verbreitet. Moment, ich lese das ja eben, der ist in der Mitte, war hier. Mariam, ich habe es dir doch gerade geschickt. Warum machst du es nicht einfach auf? Oder schickst du es auf anderem Handy? Ja, ich habe momentan jetzt nicht gerade das Handy. Ich habe jetzt nur das Laptop. Deswegen, ja, das ich muss ja immer wieder raus. Du suchst jetzt gerade irgendwo, was du da nicht findest. Deswegen habe ich es dir geschickt auf der saudi-arabischen Seite. Ja, genau. Also ich muss dann wieder raus und dann ihr hört mich gar nicht. Deswegen leider. Ich habe jetzt nur das Laptop gerade bei mir. Ja, das ist das. Ich habe es aber gerade vorgelesen. Ich wollte nur, dass du es auf Arabisch nochmal vorliest, aber du kommst ja nicht da rein, weil du dein Handy nicht, weil du kein zweites Handy hast. Nein, wirklich nicht momentan. Ich habe kein zweites Handy. Ich besitze gerade jetzt alleine und ich habe nur das Laptop bei mir, leider. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich denke, das müsste auch auf altafsir.com sein. So Suche 35, Vers 9, Tafsir al-Tabari. Du musst nur ein bisschen weiterlesen. Ja, ich lese weiter. Ja. Worauf willst du hinaus spezifisch, damit ich weiß, was ich lesen kann? Ja, also Allah, unter dem Thron von Allah sind so Spermien, kommen da raus. Genau. Er sendet so Spermien auf seinen Thron. Okay. Doch, bei altafsir.com auf Arabisch gibt es das. Das sind nämlich Betrüger und Lügner. Die übersetzen nicht alles für uns. Das ist nicht für unsere Augen gedacht, versteht ihr? Auf altafsir.com gibt es so eine ganze Liste voller von allen Mufassirin, von Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir und die ganzen anderen. Wir kommen da nur nicht dran, weil wir kein Arabisch lesen und sprechen können. Das ist nur für die Araber gedacht, damit sie wissen, okay, der Islam ist so, aber schön unterm Teppich halten, unterm Teppich kehren. Bloß nicht übersetzen für die anderen, für die nicht sprechenden arabischen Muslime. Die sollen schön dumm gehalten werden und im Islam gehalten werden, damit sie das nicht herausfinden. Schaut euch das bitte an. Ja, weil auch diese tafsir.com ist auch auf Englisch übersetzt und du findest das hier niemals. Niemals. Ja, ganz genau wie der Tafsir, wo ich den einmal gelesen habe. Ich war verwundert. Ich so, Suche 2256, Tafsir Ibn Kathir im Englischen, hat nicht das verzeichnet, was es im Arabischen gibt. Und da habe ich im Arabischen nachgeguckt. Ich so, guck dir das mal an. Der ganze Tafsir ist auf einmal viel eindeutiger als im Englischen. Die übersetzen das gar nicht, weil die sich schämen. Ja, wenn ich... beim nächsten Mal, wenn ich das andere Handy habe, dann machen wir das nochmal, auf jeden Fall. Ja. Okay, meine Liebe, ja, dann danke dir, dann kommst du gleich wieder rein, ja?
Ja, alles gut. Danke Okay, dir. Gottes Segen. Ja, Bis Gottes später. Segen. Bis später. Ciao. So. Hören wir uns das mal weiter an. Das ist schon. Dann würde ich über sie springen. Der Körper der Frau gehört ihr, selbst wenn er mich fasziniert. Ich belästige sie nicht mit meinen Blicken und meinen Worten und renne nicht hinter ihr her auf der Straße. Wer macht so etwas hier? Uns ganz ehrlich sein. Die meisten, die so etwas machen, gehören zu deinem Kulturkreis. Entweder Araber, Pakistani, Bengalen, Afghanen etc. Leider. Leider. Wieso wurde dieses Phänomen erst bekannt, als die muslimischen Migranten in großen Zahlen nach Europa kamen? Fragst du dich niemals wieso? Und du willst mir noch davon überzeugen, dass der Islam die Frau befreit hat und dass der Kopftuch ein Keuschheitssymbol darstellt? Was ist mit den Ländern, wo das Kopftuch Pflicht ist, wie Saudi-Arabien, Afghanistan, Iran? Diese Länder stehen an der Spitze der Länder, in denen Frauen verbale und körperliche Belästigungen ausgesetzt sind. Erkennst du die Realität nicht? Die Muslimbruderschaft aber und andere islamische Organisationen im Westen versuchen heute, den Hijab als Symbol für die Freiheit der Frau zu vermarkten. Eine Verdrehung der Tatsachen. Sie stellen es so vor, als ob die Frau sich freiwillig für den Hijab entscheidet. Der Mann legte ihr Handschellen an, dann kam sie mit den Handschellen hin her und behauptete, dass die Handschellen ein Zeichen ihrer Freiheit und ihrer Selbstbestimmung seien. In Österreich wurde vor kurzem beschlossen, dass die muslimischen Richterinnen den Hijab ablegen müssen, wenn sie ihren Beruf ausüben. Es gibt ja welche muslimische Frauen, die Jura studiert haben. Und anders wie im Islam dürfen sie nach dem österreichischen Gesetz ihren Beruf als Richterin ausüben. Der Islam sagt, ein Volk, das sich von einer Frau regieren lässt, wird nicht erfolgreich sein. Selbst das Zeugnis einer. Da müsst ihr euch mal vorstellen, wie die Muslimas hier in Deutschland und Europa einen Islam beigebracht bekommen, der überhaupt gar nichts mit Islam zu tun hat. Sie bekommen also eine Gehirnwäsche und die denken, dass sie so voll geehrt sind beim Islam. Aber sobald die Scharia implementiert wird. Was ist das? Sobald die Scharia implementiert wird, sehen sie auf einmal, dass sie überhaupt gar keine Rechte mehr bekommen. Weil das Zeugnis einer Frau ist ja nur halb so viel wert wie das eines Mannes. Das ist krank. Und dann siehst du auf einmal, wie die hier rumschreien, weil sie ihr Kopftuch abnehmen müssen, um zur Arbeit zu gehen. Ja, das ist ein neutraler Platz, so wie die Schule, Arbeitsort, da sollst du gefälligst hinkommen und neutral und keine religiösen Symbole oder sowas oder so politische Symbole haben. Du kommst da hin, arbeitest, nach der Arbeit kannst du deinen Hijab wieder anziehen und fertig aus. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, in den islamischen Ländern wird der Frau noch nicht mal gewährt, als Richterin zu arbeiten. Aber hier sind sie am Schreien, die Muslimas. Guck mal hier. Einzelne Frau vor dem Gericht ist nach dem islamischen Recht nicht gültig. Es müssen zwei Frauen gleichzeitig sein oder ein Mann. Also in Österreich wurde der muslimischen Frau erlaubt, eine Richterin zu sein, mit der Bedingung, dass sie neutral bleibt. Sie darf ihren Beruf nicht ausüben, während sie Hijab trägt, denn sie ist eine Vertreterin des säkularen Staates. Sie darf ihre. Siehst du, also da wird ja eine Bedingung auferlegt. Du kannst gerne als Richterin arbeiten. Wir sind ein säkularer Staat. Mit der Bedingung, dass du deinen Hijab ausziehst und für den Staat, du arbeitest ja für den Staat und nicht unter der Scharia oder für ein anderes, für eine andere Ideologie oder was. Du stehst unter den Gesetzen des hiesigen Landes und an die hast du dich zu halten. So, aber wenn wir uns deine Gesetze angucken, wie dich auf einmal Muslime behandeln, weil du eine Frau bist, dann darfst du nicht mal das Haus verlassen ohne die Erlaubnis eines Mannes. Und dann beschwerst du dich, warum die sagen zu dir, kannst du bitte das Kopftuch ausziehen und nach der Arbeit wieder anziehen? Guck mal, wie behämmert. Beruf nicht ausüben, während sie Hijab trägt. Wie haben die Muslime darauf reagiert? Muslimische Frauen gingen auf die Straßen und protestierten. Sie schrien laut, mein Kopftuch ist meine Freiheit. Ja, als dieses Urteil gesprochen wurde, dass die Frauen bitte ohne Hijab dann zur Arbeit kommen sollen.
Dann sind die auf die Straße und sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, mein Hijab, meine Freiheit. So, wie kaputt. Was soll das? Wer hat deine Freiheit angetastet? Wer hat denn die Freiheit angetastet? Es geht hier um die Richterinnen, nicht um deinen Islam. Hat keiner von euch gewusst, dass die Frau im Islam nicht Richterin werden kann? Ja. Dieses Privileg wurde den muslimischen... Da musst du dich mal geben. Im Islam darf eine Frau gar kein Richter werden. Aber hier hat sie die Möglichkeit, sich frei zu entfalten, Richterin zu sein, Anwältin zu sein. Und hast du nicht gesehen? Da will ich mal sehen, dass ein Scharia-Staat zulässt, dass eine Frau eine Muslima Richterin wird. Die darf gar nichts, nichts. Nichts darf sie, nichts. Ja, man wird sie zwei, dreimal warnen und dann wird man sie schön nach der Scharia dementsprechend zeigen, wo der Hammer hängt. Frauen in Österreich gegeben. Und trotzdem sei Österreich gegen die Rechte der muslimischen Frau und der Islam ihr Befreier. Eine seltsame Logik. Ja. Wohl bemerkt, dass diese Frauen niemals auf die Straße gehen, um gegen die abscheulichen Taten der Islamisten oder gegen die Steinigung der Frauen in Saudi-Arabien und Iran oder gegen Ehrenmorde und die Zwangsverhalten. So ist das. Guckt euch mal bitte diese Doppelmoral an, dieser Teufelsbraten von diesen Hijabis. Die wegen ihrem Kopftuch auf die Straße gehen und darüber protestieren. Aber dass Leute ihr Leben lassen müssen aufgrund ihrer eigenen Religion, weil sie nicht den Hijab anziehen möchten, weil sie gesteinigt werden und diese ganzen drakonischen Strafen, da gehen sie nicht einmal auf die Straße. Schau dir das mal bitte an. Das ist an Lächerlichkeit, an Verlogenheit, an Heuchelei kaum noch zu überbieten, was diese Leute hier machen. Unter der Scharia hat die Frau überhaupt keine Rechte, kommt ihr hin und fordert ihre Rechte. Ist das krank? Hier im Westen kriegt sie natürlich ihre Rechte. Aber unter der Scharia wird sie behandelt wie der letzte... Heiratung von Minderjährigen zu protestieren. Nein, sie protestieren, wenn der Hijab verboten wird. Denn darin finden sie ihre Identität. Zu den psychischen Aspekten des Islam zählt, dass er die Knechtschaft und der Verzicht auf die eigenen Rechte als Freiheit darstellt. Diese eigenartige, verquere Logik ist nur im Islam zu finden. So sieht's aus. Auf Wiedersehen. Nur im Islam ist diese verquerte Logik zu finden. Ja? Menschen müssen tagtäglich ihr Leben lassen wegen dieser Religion. Und da gehen die auf einmal nicht auf die Straße, weil die können ja auch nicht. Was sollen sie machen? Sollen sie gegen ihre eigene Religion protestieren? Das heißt also, mit anderen Worten, darf man den Islam als Religion hier akzeptieren? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Sie haben ihre eigene Rechtsprechung, ihr eigenes Rechtssystem, ihre eigene Auffassung. Und das hat nichts mit einer offenen Gesellschaft wie diese zu tun. Ja, die Muslime müssen sich dann entscheiden, entweder in einer offenen Gesellschaft zu leben, neben alle anderen, oder sie suchen sich dann einen Scharia-Staat, wo sie dann ihre Religion praktizieren. Weil sie ihre Religion über alles andere setzen. Das ist das. Ja. Ja, und dann will ich diese intellektuellen Muslimas mal sehen, die in einem islamischen Staat dann Richterin werden dürfen. Mohammed hat gesagt, eine Frau, wenn eine Nation durch eine Frau geführt wird, wird sie niemals Erfolg haben. Ja. Meinst du, die lassen die dann Richterin werden? Ich bezeuge, dass kein Teufel gibt außer Allah und das war auch mit seinem Gesandter. Das ist die wahre Shahada, genau. So, da bin ich wieder, mein Lieber. Also ich wollte es einfach nicht so lassen. Ich habe das jetzt gegoogelt, also ich habe es auf Arabisch getippt und ich habe alles jetzt auf Arabisch. Sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Tanja wollte sich das nicht auf sie sitzen lassen. Nee, geht nicht. Also, das steht jetzt auf Arabisch. فَيَرْسَلْ اللَّهِ مِنْ مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ مَنِّيَ Ja, genau. فَمَنِّيَ الرَّجُلْ فَتَنْبُتْ لَحْمَانُهُمْ وَأَجْسَادُهُمْ Was das auf Deutsch heißt. Also sendete Allah Wasser unter dem Thron hervor, Sperma wie Sperma eines Mannes und daraus wachsen Körper und Fleisch. Allah, Allah, genau so ist es. Allahu Akbar, Allahu Akbar, was für ein toller Thron das ist.
Ja. Seht ihr, Lieben, 1:1, so wie ich es euch gesagt habe, und sie hat es euch gerade vorgelesen. Ja, das steht auch, wenn man nur auf diese arabische Seiten geht, dann steht, ihr müsst hier nicht, wie Amir gesagt hat, Google, was weiß denn ich, und tafsir.com, ihr findet nichts von dem, was Amir sagt. So sieht's aus. Und dann sind natürlich die meisten verwirrt, ja, wo sollen wir denn suchen? Die meisten sind also nicht in der Lage, sofort auf den Seiten drauf zu gehen, wo die ganzen Tafsire drauf sind, weil das verborgen bleibt. Aber Dr. Sheikh Abu Amir weiß genau, wie er sich zu helfen hat. Ja, Gott sei Dank gibt's Amir, Dr. Sheikh Amir. Nein, um Gottes Willen, Gott sei Dank gibt's euch. Ja, du machst es sehr gut. Weiter so. Mariam, wo war das nochmal, ja. Als der... ich hatte dir mal was gesendet gehabt, als die Frau im Islam als eine Qatba beschrieben wird. Wo war das nochmal, Mariam? Urban Atraban. Urban Atraban, ja. Genau, damit du die Muslime hast, die hier gerade zuhören. Weil gestern hast du ja gesehen, war auch eine Orthodoxe, die sich für den Islam entschieden hat. Und die einfach aus einer dummen Entscheidung, eine Entscheidung für den Islam getroffen hat. Ja, dass du den Leuten mal sagst, was der Islam von Frauen hält. Was sie in den Augen des Islams sind. Urban Atraban. Ich habe alles hier. Moment, ich muss erstmal nur gucken, meine Unterlagen. Ich habe alles aufgeschrieben. Alles, was du mir gesendet hast, habe ich alles aufgeschrieben. Sehr gut, siehst du? Das ist eine gute Assistentin. Ja, danke. Sehr gute Assistentin. So kriegst du viel Lob vom Herrn. Dankeschön. Ich danke euch, meine Lieben. Ja, aber wenigstens ist es gut, dass du das aufgeschrieben hast, dass das immer da ist, falls man das aufrufen braucht, falls man das direkt 1:1 sehen, also 1:1 von dir dann gelesen bekommen. Ja. Weil ich will nicht etwas behaupten, was ich auch nicht beweisen kann. Du weißt ja, wie ich bin, oder ihr wisst ja, wie ich bin. Wenn ich etwas sage, dann prüfe ich das auch. Und ich rede nicht aus mir selber, sondern beweise, dass das so ist. Ja. Das machst du aber sehr gut. Dann, mein Lieber, gib mir dann noch 15 Minuten. Ich habe da, wie gesagt, meine Unterlagen. Ich suche das aus und dann nehme ich wieder hoch. Okay, alles klar. Gott segne dich, Mariam. Bis später. Gleich. Dankeschön. Okay, ciao. Ciao. Ja, Gott segne Mariam. Hallo? Segen Amir. Gott segne auch dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hallo, man hört dich nicht. Urban. Kannst du mich hören? Ja, hörst du mich? Ja. Ja, jetzt höre ich euch beide. Super. Ja? David, du kannst reden, du warst vor mir da, du kannst ruhig reden. Ja, wir haben auch gestern um dieselbe Zeit auch gequatscht, hatte ich noch Feierabend gemacht. Ich bin gestern noch mal auf der... Du hast schlechten Empfang, David. Oder bin ich das? Du bist das. Hallo? Also ich höre dich. Ja? Wieder. Okay, bin ich das? Habe ich schlechten Empfang? Nein, David hat schlechten Empfang. Oder ah, David hat schlechten Empfang, okay. Nee, Amir hat schlechten Empfang. Ja, David, du hast schlechten Empfang, Mann. Ja. Geht's jetzt? Ist jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Okay, ich wollte nur sagen, ich bin gestern nochmal aus Zufall auf das Video gestoßen von dir und Abu Naji. Guck mal, ganz am Anfang... Wo du auf ihn zugehst, da merkt man richtig, wie er in seinen Gedanken denkt, so, ah, da kommt ein richtiger Muslim, Achi, ein Bruder. Und dann sagst du so, ich bin ein Nachfolger Christi. Sein Blick, Alter. Hast du den Blick von ihm gesehen, wie das aussah, ne? Direkt die Kinnlade so runter. Oh, genau. Ja. Boah, du hast ihn die 40 Minuten auseinandergenommen. Der konnte ja gar nichts darauf sagen. Ja.
Wahnsinn. Göttliches Video ist das. So ist das. Und die Leute waren natürlich fassungslos. Die Muslime haben gesagt, wie kannst du sowas hochladen? Bist du bekloppt? Und er hat das dann runtergenommen, aber das, ja, die Leute haben das schnell runtergezogen. Ne? Und dann musst du dir ein Statement verfassen. Das ist das absolut krankeste Statement, was ich jemals gehört habe. Da hat er mir vorgeworfen, als würde ich vom Staatsschutz beauftragt sein, alles auswendig zu lernen und mich als so Ex-Muslim ausgeben und so, völlig bekloppt. Ja. Ey Leute, für die, die nicht wissen, welches Video wir meinen, gebt bei YouTube einfach ein Ex-Muslim Abu Naji. Nur diese beiden Worte reichen, da findet ihr das direkt. Guckt euch das an, das ist deutsches Kulturgut ist das. Ja, da oh, an diesem Tag fing alles an, ne? Als der Heilige, ja, Geist mich dahin geführt hat und zum Abu Naji. Eine Kraft, also der Heilige Geist in mir hat mich so dahin gedrängt, dass ich mit ihm rede. Ne? Unglaublich. Das war auch das erste Mal, wo ich dich gesehen habe und ich habe das Video danach noch sehr oft gesucht, aber nie gefunden. Und guck mal, wie klein die Welt jetzt ist. Jetzt bist dein Gesicht ist überall bekannt. Ja, herrlich, das heftig, ist. Ne? Ja. Der Herr Jesus Christus ist herrlich. Ja, aber deine Arbeit kann man auch nicht wegsprechen. Deine Arbeit ist so wichtig. Du hast ja den Grundbaustein dafür gelegt. Jeder kennt dich. Ja, so dass alle sich Gedanken machen, was jetzt die Wahrheit ist. Ne? Das ist das. Und viele haben erkannt, der Islam ist doch nicht das, was die Menschen da die ganze Zeit behaupten. Ne? Diese Lügnerbanden. Ne? Das ist das, die Dauerteams. Don Aruba, du hast gefragt, wo das Video gibt, auf YouTube. Du musst einfach eingeben, Ex-Muslim Amir Abu Naji. Das reicht schon. Da gibt es zwei Videos, einmal 40 Minuten und einmal 5 oder 6 Minuten. Kannst dann auch, guck das 40-Minuten-Video einfach. Abu Naji, N-A-G-I, Nagi, Abu Naji. Oder Naji mit J ist auch okay. Aber du hast schon, bevor das Video entstanden ist, du hast davor schon auf YouTube was hochgeladen, oder? Also du warst schon länger. Nee, da war das noch nicht. Da war das noch nicht. Nein, nein. Erst danach fing das richtig an mit YouTube und so. Okay. Ja. Ey, wann machst du wieder auf YouTube ein paar Livestreams? Die waren auch in Ordnung. Hast du mir auch richtig gut gefallen? Ja, ich versuche, ich habe ja gesagt, ich muss gucken, dass ich einen Samstag mir dann live komme, um dann die Verfälschung des Korans durchzugehen. Das ist so krank. Das ist ein Riesenthema und das ist, ja, muss das alles Stück für Stück koordinieren und alles Stück für Stück dann euch zeigen. Das ist keine leichte Arbeit. Ja. Du zeigst ja auch immer alles direkt mit Quellen und allem, ne? Da kann keiner sagen, ja, dass ich immer so finde. Ja. Ich rede niemals einfach so, sondern zeige und beweise immer, wo was zu finden ist. Ihr seht auch immer die Quellenangaben. Tafsir so und so, Tafsir dies, das, Koran Sure hier, Aussage da, bla bla bla, so. Immer mit Nummer, Buch, alles verzeichnen. Ja. Ich habe meinem Bruder und meinen Freunden auch schon immer gesagt, guckt seine Videos, der Typ, er erfindet nichts, er zeigt die Quellen. So, keiner kann sagen, dass er was erfindet, er zeigt die Quellen, das sind ja die islamischen Quellen. Okay, ja gut, ja. Ich muss noch wieder weiter. Ich wünsche euch noch was. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dass du da warst, David. Ich auch. Ciao. Gottes Segen, hi nochmal. Gottes Segen, Orban. Ami, hast du dich mal mit den Gemeinsamkeiten der Zarathustra, der Zoroastrier mit dem Islam die Gemeinsamkeiten der Zoroastrier und den Muslimen? Wie viele Gemeinsamkeiten diese Religion mit dem Islam? Ja, der Mohammed hat sogar von den Zoroastriern Jizya genommen, ne? Neulich hat mir das sein Bruder gegeben. Wusstest du, dass der Zarathustra seine Offenbarung im selben Alter hatte wie Mohammed? Auch in einer Was Höhle. Hatte er? Der Zarathustra hat den Engel auf dem Berg in der Höhle genau im selben Alter wie Mohammed getroffen. Das ist dieselbe Geschichte. Die Parallele, ne? Ja. Und er sagt auch, dass die im Jenseits über die Sirat-Brücke gehen werden, die hauchdünn ist, so dünn wie ein Haar. Und die Menschen werden drüber gehen. Auch eins und eins dasselbe. Auch der Name, ne? Heftig. Guck dir das an.
Alles, die ganze Parallelen, da habe ich doch gesagt, dass er von allen Religionen etwas genommen hat und daraus seine eigene Religion gebastelt hat, Islam. Ich glaube aber... Ein bisschen Götzenkult hier, ein bisschen fernöstlich da, ein bisschen Hinduismus, Buddhismus hier, Christentum, Judentum, alles zusammengepackt, Islam. Der Zarathustra, der die Religion gebracht hat, ne? Das war doch ein Mensch, ne? Und ist das nicht für dich ein Zufall, dass sie beide ihre Offenbarung im selben Alter hatten? Genau im selben Alter? Oder haben sie einfach nur Zarathustra genommen und haben einfach Mohammed reinkopiert? Ja, das ist auch heftig, ne? Ja. Da muss man, die Frage bleibt offen, ne? Wahnsinn, ey, was man da alles rausfindet. Gestern warst du aggressiv, ne? Aber ich werde auch mittlerweile so. Umso länger du mit Muslimen redest, umso wütender wirst du innerlich, weil, ey, ich will nicht beleidigen, aber diesen hohl, es geht nicht mehr. Du zeigst den Sachen, die lesen das, die sagen, nein, das ist nicht so. Wie die Dame, die gestern bei dir war, die leider diese falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, das war natürlich sehr traurig, ne? Sehr, sehr traurig. Ja. Leute, ihr müsst wissen, Muslime lügen. Sie lügen alle. Sie haben diesen Geist in sich. Das sind alles professionelle Lügner. Kein Muslim sagt die Wahrheit. Und wenn der Muslim die Wahrheit sagt, wird er von seinen eigenen Glaubensbrüdern angegriffen. Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Hast du gesehen, was der Kadi passiert ist, als er die Wahrheit gesagt hat? Der den Koran auswendig kennt, der ein sehr, sehr guter, großer Gelehrter ist in unserer heutigen Zeit. Ach, Mann, ey. Na gut. Ich wollte nochmal. Du brauchst halt ein schnelles Pferd, wenn du die Wahrheit sagst. Ja, ich wollte auch den Leuten mal hier ein bisschen auf das Thema bringen, dass sie, wenn sie sich damit auseinandersetzen, die Gemeinsamkeiten der Zarathustra von diesem Priester und Mohammed, sie haben eins zu eins einfach rüberkopiert. Alter, Offenbarung, Geschichte, weil der Bahira, ne, du weißt ja, die Bahira-Legende kennst du ja. Ja, die kenne ich ja. Ja, Bahira hat doch zu Mohammed gesagt, Mohammed, ich habe dir das alles gebracht. Warum hast du das mit dem Engel erfunden? Das hilft nicht, ne? Ja. Ich habe dir doch alles beigebracht. Warum hast du etwas erfunden? Ne? Ja, warum der Engel so? Er wollte sein Hack, weil er hatte eine Abmachung mit Mohammed. Er wollte sein Hackfleisch. Sein Schweinefleisch. Wisst ihr, Leute, dass es eine Überlieferung gibt, in dem Mohammed der schwächste Mensch in Sachen Coitus Interruptus war, also Verkehr. Und dann hat ihn Allah einen riesen Topf voll Fleisch gegeben, den hat er gegessen und dann hat er die Power gehabt, die Stärke von 40 Männern. Ja, und weißt du, was ich immer heftig finde? Dass Aisha sagt, der Mohammed hatte die Manneskraft von 38 Männern oder 37. Ich frage mich immer, wie das Aisha gemessen hat. Woher wusste sie, dass genau 38 sind? Ja, es ist heftig, ne? So richtig bekloppt. Daran merkt man, was für ein Fake das Ganze ist. Leute, daran warum nicht merkt man, was für ein Fake das ist. Fake. Fake. Wie hat sie das denn gemessen? Mit einem Sexometer oder was? Ne, das meine ich ja. Warum nicht 40 und warum nicht 35? Ja, ja, genau. Ich habe mich neulich mit der Geschichte des Steinigungsvers auseinandergesetzt. Und zwar, die Eiche wurde doch der Sinner, der Sinner beschuldigt. Oh, und dann hat Mohammed diesen Vers herabgesandt bekommen, dass man vier Zeugen braucht, weil es war erst ein Zeuge. Dann haben sie vier Zeugen Leute, warte ganz kurz. Für das, was ich gerade gesagt habe, dass Mohammed der Schwächste von allen war in Sachen sexuelle hier machen, ne, mit Frauen. Ich zitiere, Waqidi sagte, der Prophet Allahs pflegte zu sagen, dass ich zu denen gehöre, die wenig Kraft zum Geschlechtsakt haben. Dann schickte mir Allah einen Topf mit gekochtem Fleisch, nachdem ich davon gegessen habe. Denn nachdem ich davon gegessen hatte, fand ich jederzeit Kraft, wenn ich für die Arbeit was erledigen wollte, also wenn ich diesen Akt vollziehen wollte. Ibn Sa'd, Kitab al-Tabarat al-Kubra, Band 8, Seite 200. Er, der Prophet, sagte einmal von sich selbst, dass ihm die Macht von 40 Männern beim SEX gegeben worden sei. Ibn Sa'd, Kitab al-Tabarat al-Kubra, Band 8, Seite 139. Siehst du, die wollen ihn immer als so einen Champion darstellen. Ja. Dass der so der Brutalste war in Sachen, ihr wisst schon was.
ich habe das Buch gerade nicht hier, aber Allah sagt doch, dass seine Propheten die besten Geschlechtsteile haben. Genau. Die schreiben dasselbe über Moses, dass er auch das Beste hatte von allen. Den geht es nur um SCX. Die ganze Religion ist SCX hier, SCX da. So sieht's aus. Naja. Okay, ich gehe wieder runter. Danke, dass du mich hochgeholt hast. Ja, wenn ich was Interessantes habe, komme ich wieder hoch. Gottes Segen. Gottes Segen, Orban. Mach's gut. Ja? Also, wer will nicht von diesem Dings Viagra-Fleisch haben? Einfach Viagra-Fleisch. Das kannst du keinem erzählen, ey. Da habe ich auf einmal die Kraft von 40 Männern gehabt. Da konnte ich auf einmal dann Ganze dann machen. Das ist... Ja, das ist das. Und viele schämen sich dann für solche Quellen und versuchen das als unauthentisch abzustempeln. Jahrhundertelang wurde das niemals in Frage gestellt. Aber jetzt in unserer heutigen Zeit, weil das natürlich ein bisschen kaputt klingt und Wahnsinn, versucht man eine Ausrede zu finden und irgendwen in der Überlieferungskette als Lügner abzustempeln, der sowas über Mohammed behauptet. Unglaublich. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite den heiligen, reinen Jesus Christus, der fern von so einem Unsinn ist, dem man sowas niemals unterstellen kann, dem heiligen und reinen, der nicht eine Sünde kannte. Ne? 2. Korinther Kapitel 15, ich lese es mal vor. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Ah? Er, der keine Sünde kannte... Hallo, hey. Ja. Sprichst du Deutsch? What is it? Germany. Do you speak English? Yeah, I speak English. Now you speak English, we talk about Jesus. Jesus is the most beautiful name on earth. He is the Alpha and the Omega. He is God Almighty who came in flesh. Yeah. Jesus. Jesus is so sweet. Yeah, I'm not go and Jesus. Repent. Go and repent for your sins. Take Jesus in your heart. Amen. She's so beautiful. Army goes international, natürlich. Alles kommt vom Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. So sieht's aus. Der Gerechte für die Ungerechten. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Wahnsinn. Wie heilig der Herr Jesus Christus ist. Habt ihr was Heiligeres als den Herrn gesehen? Wundervoll. Ich habe keinen gesehen, der so heilig und herrlich ist wie der Jesus. Niemand, niemand. So
ist nun jemand, der in Christus Jesus ist, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und das Neue ist geworden und geboren. Amen. Jeder, der sein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibt, wird eine neue Schöpfung sein. Das Alte ist vergangen und das Neue wird geboren. Und da haben wir auch wieder die Wiedergeburt. So wie die Apostel uns auch immer wieder über die Wiedergeburt berichten. Eine neue Schöpfung zu sein. Wie viele herrliche und wundervolle Zeugnisse es gibt. Wie verloren einst die Schafe waren, die aber zum Herrn Jesus Christus fanden und auf einmal transformiert wurden. Wahnsinn. Wie die Apostel, die Jünger allesamt in den Tod gegangen sind für Jesus Christus, ne? Weil sie halt gesehen haben. Deswegen sagte der Herr Jesus Christus, selig seid ihr, die nicht glauben und die nicht sehen und dennoch glauben. Weil die Apostel haben ja Christus gesehen. Ja? Das ist das Grandiose. Wir, die wir Jesus Christus nie gesehen haben und ihn nur durch die Schrift kennen. Wir sind ja niemals mit ihm gelaufen. Du hörst dich doppelt. So, mein Lieber, also ich habe das gefunden. Das ist die Surat Al-Waqi'a. Al-Waqi'a, die Sure 56, Vers 35. Und da sagt hier, ja. Genau. Und der Vers 37. Er sagt das hier, dass es Qala ta'ala fi nisa'i ahli al-Jannah, hat Allah gesagt, dass die Frauen in Jannah, inna insha'nahu insha'an faj'alnahu abkaran, uruban atraban. Uruban atraban. Er meinte mit, liebe Muslime, eure Mütter, Geschwister, Tanten, alles. Also das ist, diese Frauen im Jannah sind uruban atraban. Uruban Atraban heißt dieses Wort H-U-R-E, ja, auf Deutsch übersetzt, Uruban. Das ist Tafsir Jalil al-Suyuti, Jalil al-Din al-Suyuti. Fi Shaqaqaq al-Arnash, fi Shaqaqaq al-Arash, fi Raqaqaq al-Ghanj. Und hier, das sagt auch, dass der Ittabaq al-Ulama, das heißt Ittafaq al-Ulama, das heißt die Ulama, waren sich alle einig, dass Uraban heißt das H-U-R-E. Ah, also die Frauen im Islam sind H-U-R-E's, ne? Genau. Ja, ja, seht im ihr, China. Ihr Muslimas, ihr werdet sehr hoch geehrt im Islam. Ihr seid alles H-U-R-E's, allesamt. Heftig, ne?
die ganzen wundervollen Mütter und Schwestern, Cousinen, Tanten der Muslime werden beleidigt als HUREs. Das ist ja, so ist das. Sehr traurig. Geisteskrank, geisteskrank. Ja, sehr traurig. Ihr habt jetzt die Quellen, ihr könnt die Quellen aufschlagen und selbst nachschauen. Sure 53 Vers 35, ne? Genau. Sure 56 Vers 37. 56 Vers 7. Sure 56 Vers 35? 37. 37. 56, ja. 37. Mhm. Ja. Ja, okay, sowas muss man sich merken, ne? Sowas muss man sich aufschreiben, merken und selber nachforschen, Tafsire aufschlagen, was sagen die Gelehrten? Ja, und dann sehen wir auf einmal, dass die Gelehrten allesamt dasselbe sagen, dass eine Frau im Islam eine HURE ist, eine Kaaba. Wahnsinn, ne? Ja, der sagt nicht nur das, der sagt ja auch Watilhun Mandud, Wasidrun Mahdud, Wadillun Mamdud. Oh, die Liste ist so lang. Weißt du, was das heißt? Das heißt schwellende Brüste und schöne, lange, wie soll ich das erklären, weiche Arme. Also da hat die Vorstellungen von diesen Frauen, wie die sind, diese Huris. Wadillun Mamdud, Meh und Maskub und so Wasser. Maria, ja. Was sagt denn der Koran bezüglich dieses Sure 55, Vers 56? Weil die übersetzen das ja falsch. Da steht dessen, kannst du mal bitte Sure 55, Vers 56 mal lesen? Was liest du dort in dem Arabischen? Okay, 55, Ar-Rahman, 56, Vers 56. Ja, okay. Ja, so. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Steht da das Wort يطمثهن؟ Nochmal, ich habe dich gerade nicht gehört. Nochmal. Ist dort dieses Wort يطمثهن؟ يطمثهن, ja, ich habe das gerade gehört. Was ja, bedeutet das, Maria? فيهن قصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Wie musste man den Vers wirklich übersetzen, Mariam, wenn man ehrlich ist? فقال رجل حائف فقال أبو حائف أليس يقول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Die Haut in ihrem Inneren von ihrer, du weißt schon was, zerbrochen oder zerfetzt, ne? Ja, das ist, ich will das richtige Übersetzung dafür, weil es ist kann. Ja, ja. Und wenn du jetzt auf Google guckst, das ist halt, ja, das ist von Menstruation auch gegeben. Menstruieren. Er lässt sie menstruieren. Ah, also Jungfrauen, die noch nie geblutet haben, ne? Ja, genau, ja. Das heißt, ja, lam yatmathahunna insun. Die hat, das heißt, noch nicht geblutet. Lam yatmathahunna insun qablahun wala jinn. Das heißt, qala lam yamassahunna hadatha annahu hadatha. Nee, das ist allgemein Jungfrauen, die noch niemals geblutet haben. Also die hat noch niemals zuvor jemand dessen Jungfräulichkeit auseinandergenommen, sodass sie noch nie geblutet haben. Ne? Ja, und das bedeutet, dass nie ein Ins, das ist noch nicht mal ein Mensch oder ein Djinn, ein Djinn, das ist ein, du weißt schon, was ein Djinn im Islam ist. Genau. Ja. Nie ein Mensch oder nie ein Djinn angefasst hat. Lam yamassahunna, das ist bei Tafsir gerade genau Tabari. Aber das wird so übersetzt mit anfassen, aber du weißt ganz genau, was damit gemeint ist. Man kann es ja nämlich richtig übersetzen mit, ja, du weißt so, den Akt vollziehen. Ja, ja, ja. Angefasst, das ist nur diese billige Version, dieses unehrliche Übersetzen. Ganz genau.
unehrliche Übersetzung, also mit Lügen und damit die Leute halt in die Irre geführt sind. Das ist nicht die richtige Übersetzung. Und vor allem hier bei Google kannst du es nie finden, hier bei dieser Seite. Du musst nur immer bei den arabischen Seiten gehen und dann findest du die richtige Übersetzung. So sieht's aus. Ja. Ja, das Wort Yastenkihahu kommt auch da drin vor, ne? Yastenkihahu oder so, ne? Yastenkihahu? Naja, das ist das Wort, das ist schon heftig. Yastenkihahu, das ist Punkt, Punkt, Punkt machen. Ja, ja. Ausspannen, wie du immer sagst, ausspannen. Mariam, kannst du mal bitte dieses Wort Yastenkihahu in Google eingeben, auf Arabisch, mal gucken, was da rauskommt. Kannst du das mal bitte machen? Ja. Mal gucken, wo der Koran das verwendet. Ich glaube, in Sure 33, Vers 50 oder so. Ja, mache ich so. Ich bin dabei. Ja, mach. So. Yes, einfach nur das, genau, das Wort Yastenkihahu. Das ist ja so ein dreckiges Wort, was der Koran benutzt, ne? Ja, das ist ein dreckiges Wort. Aber rat mal, was bei Google steht. Yastenkihahu, heiraten. Heiraten. Das ist falsch, das stimmt das nicht. Das ist nicht heiraten und das ist nicht Hochzeit, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach ein Nikah, Yastenkihahu. Es ist genau wortwörtlich für ausspannen, Punkt, Punkt, Punkt. Verkehr haben. Also die Muslime schämen sich, ihren Koran wirklich zu übersetzen, ne? Ja, das kann nicht sein, dass es in Google so steht, Hochzeit. Was ist das? Das ist doch Lügen und Betrügen. Ja genau, Nikah ist Punkten. Zawaj ist Ehe und Heirat. Genau, da muss man das unterscheiden. Zawaj, da muss man Zawaj schreiben, dann kommt Hochzeit. Ja, auf meiner Sprache, auf Persisch ist auch, Zawaj ist die Ehe. Und Nikah, also Nikah im Arabischen, jeder Araber weiß, was Nikah bedeutet. Ne? Ja, das ist aber ein hässliches Wort für Geschlechtsverkehr zu machen. Ja, es ist ein hässliches Wort auf Arabisch, ein Nikah. Ja. Ja, kein Muslim der Welt würde doch zu dem Vater von der Tochter hingehen und sagen, ich will Nikah mit deiner Tochter machen, wenn er damit die Ehe meint. Das ist ein vulgäres Wort. Es ist echt ekelhaft. Aber wo kommt denn das Wort vor, dieses Yastenkihahu? In welcher Sure und in welchem Vers? Ja, ich guck mal. Genau. Nimm mal dieses Wort, Yastenkihahu, und dann guck mal bei Koran.com oder sowas. Da kannst du das Wort im Arabischen eingeben und dann zeigt er dir, wo das überall vorkommt. Mhm. Ich habe mir auch die App runtergeladen. Koran.com, das könnt ihr auch machen. Die ist so gut, da hörst du jedes einzelne Wort, kannst du abspielen. Das ist so genial. Und die Tafsir von Ibn Kathir und so sind auch da mit dabei. Einfach genial. 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 Ja, was meine ich damit, wenn ich sage, die App ist wirklich gut? Du kannst jedes einzelne Wort dir anhören. Fala. Wa rabbika. Siehst du? Ja. Hammer, ne? Yukminuna, damit du das nachsprechen kannst, damit du das lernst. Yukminuna. Bainahum. Bainahum. Wa yusallimu. Adaita. Adaita. Mimma. Harajan. Harajan. Anfusihim. Hammer, ne? So könnt ihr das machen. Wenn ihr eine Wortstudie unternehmen wollt, dann könnt ihr jedes einzelne Wort im Arabischen, was sich im Koran befindet, könnt ihr kopieren, einfügen und dann eine Wortstudie unternehmen. Ihr müsst schlau sein, ihr Lieben. Schlau sein. Lasst euch nicht verarschen von den Leuten, Mann. Ich gebe dir 3 Tage bei dieser App, dann lernst du auswendig Arabisch. 3 Tage gebe ich dir. Ich glaube, ich würde die ganze Koransuren ganz locker runterbrettern können. Aber hallo. Aber weißt du, dass der es gibt ja der ganze Buch, der heißt Kitab al-Nikah.
Und ja. Wenn du das auf Englisch übersetzt, da steht The Marriage Book. Ja, und das Marriage hat aber damit das. Nichts zu tun. Das hat ja, nichts mit Marriage zu tun. Richtig, genau. Das hat nichts mit Marriage zu tun. Hast du jetzt gefunden, Mariam, dieses Yes, Think, Yeah, Oh? Wo kommt das vor? Ja, ich bin dabei. Ich suche gerade. Ja, ja. Achso, du bist dabei. Geh einfach auf Koran.com. Koran.com. Mhm. Ja. Und dann hast du, da hast du diese Leiste suchen, dann gibst du das Wort ein, dann zeigt er dir, wo das alles vorkommt, Mariam. Koran.com, ja. Dabei. Koran.com. Ja, okay. Und da sind so viele Suchen. Ja, 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 ich sehe es gerade. Kein Problem. Einfach bei Suchen das Wort Yes, Think, Yeah, Oh eingeben, dann zeigt er dir, wo das vorkommt. Ich bin auf diese arabische Seite gerade gelandet, ja. Ist doch auch gut, ist auch super, ist doch kein Problem. Arabische Seite auch noch super. Hauptsache, du kannst in der Suchleiste gibst du ein Yes, Think, Yeah, Oh und dann zeigt er die ganzen Suren und Verse, wo das vorkommt. Und dann siehst du mal, wie die Muslime das übersetzt haben. Hey, du lachst nicht kaputt. Oh, okay, Moment. Ich bin dort hier. Ja, blöd, bei mir, ich weiß nicht, warum die Seite funktioniert nicht gerade, mein Lieber. Ich muss nochmal in Ruhe alles nochmal richtig gucken. Du kannst ja einfach eingeben, Yes, Think, Yeah, Oh bei Google und dann Koran daneben auf Arabisch. Einfach so, Yes, Think, Yeah, Oh Koran, dann zeigt er dir das schon. Keine Probleme damit. Ich habe gerade diese Laptop, wo keine arabische Tastatur ist. Da muss ich auf meinem Handy und dann habe ich eine arabische Tastatur. Da kann ich jetzt dann aufschreiben, dann kommt das. Aber wenn ich das jetzt mit dieser... Ach so, okay. Ja, kannst du das nicht eventuell kopieren? Kannst du das nicht eventuell kopieren? Ja, ja, ich bin dabei. Ich gucke gerade, was ich mache. Einfach kopieren, das Wort kopieren und dann einfügen. Mhm. Bei der Seite steht oben Hilfen, Privatsphäre, Über uns und Startseite. Startseite, aber ich finde jetzt hier nichts. Moment, ich guck mal, ja, und dann melde ich mich mal lieber, ja? Okay. Ja. Thank you. النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما قتلوه وما سلبوه. Genau, die berühmte Sura. يمينك
mimma afa'a Allahu alayka wa banati ammika wa banati arad an-nabi yastankihaha. Hast du das gehört, Mariam? Ja. Yastankihaha. Kann man yastankihaha, Mariam, kann man yastankihaha übersetzen mit heiraten? Nein, niemals. Nein. Wie wird das übersetzt, Mariam? Aufspannen. Punkt. Also Punkt dann, ne? Ja, genau. Okay, das hat Mariam. Ja. Siehst du, ich bin der richtige Araber. Siehst du, in zwei Sekunden bin ich dir das. Kein Problem für Dr. Sheikh Abu Hamid. Mariam, geht zur Suche 33 vs 50. 33, ja, ich weißt du, ich bin dabei. Ich war bei nichts, jetzt bei 33. Okay, gut. So, 33, ja. Habt ihr das gehört, wie schnell ich das gefunden habe? Guck mal hier. 33 vs. Yes, denki, haha. Guck mal, wie was für Betrüger sind. Wie sie das Wort übersetzen, das bedeutet, ihr wisst schon. Guck mal, wie die Muslime das übersetzen. Ja. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وملكت أيمانكم يا وبنات عماتك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دونهم. Jede Frau, die sich Mohammed schenkt zum Punkten, das ist kein Problem für ihn. Wahnsinn, ne? Mohammed kann mit so vielen Frauen verkehren, wie er möchte. Das hat sein Gott für ihn schön bereit gemacht. Das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen, der die Frauen von den allen Muslimen ausspannen würde und sie Yastanki Haha machen würde. Jetzt wisst ihr, wer Mohammed ist. Ja, Mariam, guck mal, wie sie das übersetzt haben. Mit heiraten. Ja, danke. Heiraten. Was bedeutet denn heiraten? Zawaj bedeutet heiraten. Ehe. Zawaj und Ehe schließen. Mit einem Akad Zawaj. Contract of marriage. Akad Zawaj. Genau wie bei uns. Akad Zawaj. Aber was bedeutet ja, danke. Ja, danke. Genau. Geschlechtsverkehr machen. Ohne heiraten. Weil sonst, wenn er gesagt hat, seht ihr, Dr. Sheikh Abu Hamid hat recht. Seht ihr, Dr. Sheikh Abu Hamid hat recht. Ihr könnt jeden Araber fragen, könnt ihr sagen, was ist das für ein Wort, das der Koran hier benutzt? Warum sind die unehrlich und übersetzen das nicht mit Tier? Ihr wisst schon. Heiraten, warum lügt man denn in den Übersetzungen? Was für heiraten, Mann? Das ist ein vulgäres Wort, das beschreibt, dass der Mohammed mit allen Frauen Verkehr haben darf, wie er möchte. Das hat überhaupt nichts mit Heiraten zu tun. Ja, mein Lieber, sonst würde er dann stehen, en arada an-nabiyyu an yatazawwajaha und nicht an yastankihaha. Sehr gut. Habt ihr das gerade gehört von einer arabischen Muttersprachlerin, was der Koran für Wörter benutzt, damit der Mohammed auch genügend Frauen auseinandernehmen darf? Heftig, ne? Ja. Yastankihaha. Hör nochmal. Yastankihaha. Ich glaube, ich kriege das Wort nicht mehr raus von meinem Gehirn. Ich muss Gehirnwäsche machen später. Wir brauchen Gehirnwäsche. Einmal Schleudergang, bitte. Das ist so heftig. Ja, und dann habe ich dir gezeigt, Mariam, ne, in den Hadithen, dass Mohammed An-Niktaha, das Wort An-Niktaha benutzt. Ein Prophet benutzt An-Niktaha. An-Niktaha, du weißt schon, dann ist es schon noch heftiger als Yastankihaha. Dann noch heftiger. Yastankihaha, wissen wir ganz genau, dass es nicht heiraten übersetzt wird, sondern der Geschlechtsakt. Und dann sagt Mohammed noch ein brutaleres Wort wie An-Niktaha. Ja, das ist noch brutaler. Und perverser natürlich. Es ist halt nicht schön, kein schönes Wort.
Das sagt man für die Frauen, wie du gesagt hast, die Punkt, Punkt, Punkt sind, die H-O-R-E, dass die Frauen keinen Wert haben für den Mann. Und deswegen, ja. Mohammed, die Frauen, die waren für ihn nur ja, Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck. Genau, genau. Du hängst, mein Lieber. Du hängst gerade voll. Okay, hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, okay. Ich habe gesagt, ich wünschte, jemand würde den Koran akkurat übersetzen, so wie er auch wirklich übersetzt werden sollte. Und nicht zu lügen. Ja, der wäre yes, ja, denk ja. Dann wäre ja niemand im Islam geblieben, ne, mein Lieber. Dann wären sie alle weggelaufen. Was? Normal. Dann wäre ja niemand mehr im Islam geblieben. Dann wären sie jetzt bestimmt alle weggelaufen, wenn sie es richtig Wort für Wort übersetzt, der Koran, ne? Ja. Ja. Ich muss mich kaputt lachen, wie du das Ding gesagt hast, dieses Video von Ashhadu an la, la ilaha illallah und bei dieser so Standing. Ich muss mich kaputt lachen. emotionale Konvertierung. Ja, aber in also die Konvertierung ist für mich fehlgeschlagen, weil die haben die Schahade nicht richtig gesagt. Nee. Man muss das dann richtig wurde nicht richtig gesagt. Nee, nee. Oder hast du, Amir, mein Lieber, meine Tochter ja. hat gesagt, die manchmal Abu Bara, ja? Und die guckt einfach nur so, ja? Und die sagt, die Mama, warum grinst er so? Ich habe gesagt, der grinst ja genauso wie sein Allah, weil der Allah ist halt der grinst, der zeigt immer seine Zähne. Und er grinst wie sein Allah, weil er will das irgendwie, keine Ahnung, was er gerade sagt, immer schöner machen durch das Grinsen. Ah, du hast jetzt. Ich hab Verstoßverwarnung bekommen. Mhm. Ich muss raus, ihr Lieben. Wir hören uns dann später. Ja, Gott segne euch. Danke, dass ihr Gott dabei wart. Guck mal, dass ich heute Abend wieder live komme, ja? Gott segne. Machen wir das so? Gott segne euch, ihr Wundervoll. Gott segne euch und eure Familie. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest, auch wenn ich nicht mehr da bin. Jesus bleibt die einzige Wahrheit bis in alle Ewigkeiten. Amen. Okay, bis später. Ciao, ihr Lieben. Ciao. Ciao.